dürfen wir vorstellen, Ilja Doroschenko, der Spielverderber vom Dienst in der Eishockey-Regionalliga NRW. Bereits im Hinspiel hatte der Torhüter der Darmstadt Dukes mit seinen Paraden dem EHC Neuwied das Leben schwer gemacht. Die Bären verloren in Darmstadt mit 3:4 nach Penaltyschießen. Es war bis zum Spiel am Sonntagabend die einzige Niederlage der Deichstädter in der laufenden Saison. Es galt also, Revanche zu nehmen und diesen Doroschenko irgendwie zu überwinden. Und die Vorzeichen sprachen für den EHC. Darmstadt war mit nur 11 Feldspielern nach Neuwied angereist, doch die konnten zum einen allesamt Eishockey spielen und den vermeintlich fehlenden Block, den ersetzte Doroschenko quasi im Alleingang. Allein im ersten Drittel vergaben die Neuwieder reihenweise Chancen. Trotz eines Schussverhältnisses von 22:7 für die Gastgeber wollte der Puck einfach nicht an Doroschenko vorbei. Und wenn du vorne Pech hast, dann hast du es oft auch hinten. Einer der wenigen Duke-Chancen führte prompt zur Führung nach dem ersten Drittel. Der Schuss von Kapitän Gerhard Engler wurde noch abgefälscht und war damit nicht zu halten für EHC-Keeper Tim Kühle. Die kalte Dusche nach 19 Minuten für Neuwied in Unterzahl. Lustige Eishockeyspiele laufen irgendwie anders. Aber eigentlich war ja noch genug Zeit, um Spaß zu haben. Ganze 2 Drittel noch. Und Neuwied hatte öfters in der laufenden Saison ohne eigenen Treffer nach 20 Minuten Spiele noch deutlich gewonnen. Doch das mit dem deutlich gewinnen musste man sich schon früh abschreiben. Spielverderber Doroschenko machte nicht den Anschein, als würde er gleich vor Erschöpfung das Eis verlassen. Und, auch das darf man nicht vergessen, Neuwied hatte freitags die Teilnahme an der Oberliga-Aufstiegsrunde mit einem Sieg in Solingen vorzeitig perfekt gemacht. Darmstadt musste dagegen unbedingt bei den Bären gewinnen, um als Tabellenfünfter überhaupt noch eine Chance zu haben, die Teams aus Krefrath und Dienstlake noch von einem der begehrten ersten 4 Tabellenplätze zu verdrängen. Die Ausgangslagen also hätten unterschiedlicher kaum sein können, was aber auch für die Spielanteile galt, denn die waren nach wie vor klar verteilt. Neuwied war drückend überlegen, durfte sich aber defensiv bei Tim Kühlen bedanken, der in höchster Not gegen Adrian Parejo rettete. 2. Drittel, keine Tore für die Bären und Doroschenko hatte Spaß. Die Geschichte der letzten 20 Minuten ist schnell erzählt. Es ist die gleiche wie die der ersten 40, mit kleinen Unterschieden. Darmstadt machte noch 2 Tore. Kapitän Gerhard Engler traf erneut in Überzahl, besorgte 4 Minuten vor dem Ende das 2:0 aus Sicht der Dukes. Und als EHC-Trainer Bernd Arnold den Keeper vom Eis nahm, traf 2 Minuten später Martin Sasek gar zum 3:0. Auf der Gegenseite hätte Ilja Doroschenko einen guten Grund gehabt, den EHC wegen versuchter Körperverletzung anzuzeigen. 60 Mal schossen die Bären auf den Gästekeeper, nur einmal an ihm vorbei. Da stand es aber schon 0:3 und es lief bereits die vorletzte Spielminute. Alexander Bill machte den einzigen EHC-Treffer, jubeln aber durften am Ende schon wieder die Dukes. Darmstadt hat auch das 2. Spiel gegen Neuwied gewonnen. Na gut, es war ja augenscheinlich. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel Mal mehr Schüsse. Ich habe nur gezählt, also im ersten Drittel waren es 23, dann kommen 22 und dann kommen 17. Also rundherum sind wir bei 60 und der Gegner macht 7-7-5. Ja, das heißt, aber das ist egal, wie viel die schießen. Wir schießen 60 Mal und kriegen im Prinzip nur ein Tor. Im Endeffekt dann für uns in die positive Seite. Also heute hat es nicht daran gelegen, dass wir schlecht waren oder dass wir nicht die Einstellung hatten. Im Gegenteil, ich fand, wir haben gut gespielt, wir haben Gas gegeben und viel geschossen, aber sind an einer Defensive, einem wirklich herausragenden Torwart heute gescheitert. Die Doroschenko-Gala hatte auch was Positives. Der Keeper aus Darmstadt hat jetzt noch Fans in der Deichstadt. Für die geht es schon am kommenden Sonntag mit dem Spitzenspiel in Neuwied gegen Herne weiter. Denn, so die Fanbotschaft, kalte Tage, heiße Spiele, wir verfolgen große Ziele. Daran kann auch Doroschenko nichts ändern.